Auf mehrere Anfragen hin habe ich mich jetzt mal bereit erklärt, so ein bisschen Aufklärung zu machen über TC-Steuerung. Das ist jetzt hier eine Titanwicklung mit 0,34er Titandraht. Eingestellt habe ich 200 Grad, erfordert mit 30 Watt und habe eine Impedanz von 39 Ohm. So, jetzt schaut mal genau drauf, wenn ich feuer, wie sich der Draht verhält. Na? Neue Coil, sagt er. Neue Coil rechts. So, den hat er jetzt erstmal gelockt. So, ihr seht, der heizt. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich zu lange drücke, geht das schon logischerweise in die Begrenzung, so wie sich das gehört. So, jetzt mache ich Watt rein. Moment. So, jetzt habe ich Liquid rein und ihr seht, es dampft auch dementsprechend. So, und jetzt achtet mal darauf, und zwar auf diesen Ohmwert. Und auf die Leistung. Also er weiß, er hat die 39 Ohm. So, und je nachdem, wie ich jetzt feuer, ändert sich jetzt der Widerstand jetzt von der Spule. Wenn ich den jetzt abnehme, ich heiz jetzt mal wirklich absichtlich und hoffe mal, dass ich das hier so ganz schnell gelockt kriege. Um euch zu zeigen auf einem anderen Messinstrument, dass der Widerstandswert hochgegangen ist. So, ihr habt immer noch im Hinterkopf 0,39 Ohm, ne? So, und jetzt seht ihr 1,36 und fällt jetzt runter. So, das haltet jetzt mal im Hinterkopf. Der Draht ist auseinander, also kommt nicht zusammen. Aufgrund der Temperatur verändert sich der Widerstand und geht jetzt wieder runter, bis er ganz kalt ist, auf die 0,039. So, jetzt gehe ich hin, nehme die Watte raus und mach aus der Spule eine Microcoil. So, jetzt habe ich eine Microcoil gemacht. Ihr seht den Widerstand. Gleiche Windung, wie gesagt, nur zusammengedrückt Microcoil. Das heißt, bei Temperatur gesteuert, Titandraht, Nickeldraht, Edelstahldraht, aufgrund der Ausdehnung ändert sich und der Wärme ändert sich der Widerstand. So, wenn man jetzt eine Microcoil hat, achtet mal jetzt auf den Widerstand. Ich schalte jetzt um und feuer. Vorhin bei der auseinandergezogenen Spule war der Widerstandswert über 1 Ohm. So, ich schalte mal wieder um. 0,52. So, ich heiz mal weiter. So, ich heiz jetzt richtig mit Volldampf, möchte aber die Watte jetzt nicht ganz trocken machen, aber egal, schalte ich mal wieder um und siehe da, was fällt euch auf? Der Widerstandwert steigt nicht. So rapide, wie eben bei einer gestrickten Spule. So, So, jetzt mal als Vergleich, auch wieder immer mein Standardmaß 2,5 Durchmesser. Allerdings habe ich jetzt mal 45er VA-Draht genommen, also 0,45. Zeige euch das, ihr seht wieder den Widerstand. Es entsteht
Auch da, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr also eine leichte Verformung der einzelnen Wicklung. Aufgrund der Wärmeausdehnung verändert sich die Spule. So, wir haben jetzt einen Wert von 0,42 Ohm. Und selbstverständlich kühlt sich das auch ab. Und je nachdem, so wie sich das abkühlt, ups, verändert sich der Widerstandswert und geht wieder runter bis zu dem Widerstandswert im kalten Zustand. Mit der Titan kann ich das hier nicht so machen, die würde sofort durchbrennen, weil einfach der Draht viel zu dünn ist. Und bei Nickel, da würde ich nur einmal drücken, da wäre Patsch, wäre der Draht sofort durch. Aber da wird man auch gravierend sehen, wie der Draht sich verändert. Der wird sich aufkräuseln. Gerade der Nickeldraht. Bei Edelstahl ist das nicht ganz so tragisch. So, wir kommen hier auf einen Wert von 0,44, 0,45. So, jetzt machen wir eine Microcoil raus. Ich das jetzt. Ne? So, jetzt ein bisschen schwieriger. So, ihr seht auf jeden Fall, der Widerstandswert hat sich schon wieder ein bisschen verändert. So, aber ich sehe gerade, da ist noch nicht so, wie jetzt sein soll. So, folgen wir da auch mal. So, hier entsteht zwar auch eine minimale Ausdehnung und der Widerstandswert verändert sich auch nicht gravierend, aber das Problem ist halt, aufgrund der Ausdehnung entsteht ja auch nicht so eine schnelle Abkühlung. Wenn ich jetzt hier das irgendwie mit einem Temperaturmessgerät oder Fühler über ein Oszill eine Messung machen würde, dann könnte man das eher feststellen. Also wie gesagt, mit Titan oder Nickel könnte ich das gar nicht machen. Die wäre schon durchgewämst. Da ist bei Edelstahl wesentlich besser. So, wir liegen aber auch da immer auf dem Wert, aber so wie ihr seht, die Temperatur scheint hier langsamer vollstatten zu gehen. So, ich ziehe die Spule mal nochmal auseinander. Ja, man kann das schlecht zeigen. Ich muss das halt nur eben so ein bisschen erklären. Das heißt also, irgendeine Box, die Temperatur geregelt ist, die misst ja die Temperatur nicht über einen Temperaturfühler, sondern über die Ausdehnung, quasi über die Ausdehnung, über die Zeit, wie der Widerstand sinkt oder steigt. Also da ist ja kein Temperaturfühler eingebaut. Das wird also nur rein rechnerisch ermittelt. So, wir sind jetzt bei 0,30 angelangt. Ich habe die ein bisschen auseinandergezogen. Jetzt feuern wir wieder. Ah, ich sehe gerade da hinten, da kommt eine Wicklung zusammen. Aufgrund der Ausdehnung, die muss ich jetzt noch ein bisschen wegziehen, weil das darf nicht sein. Es muss zwischen jeder Wicklung Luft sein. So. Feuern wir wieder. 46. Und ihr seht jetzt, der Widerstandswert geht wesentlich schneller runter. Das heißt also, sobald ich zusammendrücke und mache eine Microcoil raus, gibt das eine Masse, die also wesentlich mehr Zeit benötigt, abzukühlen, damit der Widerstandswert runtergeht. Und dieses Vergleichen bei der TC-Kontrolle macht die TC-Kontrolle am laufenden Band. Diese Vergleichung zwischen Ohmwert
und der Temperatur quasi die Veränderung des Ohmwerts und wird dem halt eben die Gradzahl ermittelt. Mann, ich kann das so schlecht erklären. Aufgrund dessen, dass eben, wenn man das zusammendrückt, viel länger dauert, viel länger dauert mit der Abkühlung, funktioniert wohl die Regelung auch nicht so vernünftig. Und deswegen sagt man TC-Regelung immer auf Microcoil verzichten. So, hab's hier drauf. Wie gesagt, die kann ja kein Edelstahl. Achtet mal auf den Widerstand. Jetzt habe ich, wie gesagt, keine Microcoil, wie ihr seht. So, jetzt feuer ich. Ich muss das wohl ein bisschen weitermachen. Dann seht ihr das nicht. Nicht, dass ihr meint, ich verkohle euch. Ihr seht, wie der Widerstandswert drauf geht. So, und ihr seht auch, ja, das ist zu träge. Oder? Naja, also ihr seht, der Widerstandswert geht rauf und geht auch wahnsinnig schnell runter. So, jetzt machen wir wieder eine Microcoil raus. Und jetzt müsste dann der Adam Riese nicht so schnell gehen. Ah, das ist doof. Ich müsste da zeitlich mit dem Scope verbinden. Ich habe aber keinen. Ja, aber da war mein anderes Messinstrument Träger. Also die EWIG VT ist da wahnsinnig schnell. Aber ihr seht auch die Spannung, alles wie sich im Verhältnis ändert. Ah, die kriegt das nicht gebacken. Also ich denke mal, ich habe euch genug gezeigt, dass ihr wirklich mir Glauben schenkt und keine Microcoil macht. So, dann hat dann noch jemand gefragt hier mit Durchglühen. Ja, man kann dann, wie gesagt, wenn man Edelstahl hat, ist das kein Problem. Man geht in den Wattmodus, man glüht dann aus, wenn nachdem man die Watte raus hat, damit die wieder sauber wird, pustet dann ab. Also bei Nickel 200 würde ich nicht empfehlen. Und bei Titanrad, je nach Stärke des Rades, ganz, ganz vorsichtig mit den Tasten. Sonst knallt die Wicklung sofort durch. Ich selber habe auf temperaturgesteuertes Dampfen verzichtet, meine ich mehr, weil das auch unter anderem aufgrund der ewigen Messung und Vergleichung der Akku unnütz belastet wird. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Information geben, um klarzustellen, dass man auf Microcoil im TC-Modus verzichten sollte. Tschüss und bye bye, eure Diane, die Smoke-Wolke.